Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit deutschen Memes aus Bibis Beauty Palace Einbauschränken, Digga. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt drauf. YOLO.exe. Okay, Leute, let's go. Wir schauen mal ganz kurz, was in Bibis Einbauschränken so abgeht. Dieses Zimmer haben wir euch noch nie gezeigt. Das ist jetzt safe wieder dieses Meme, wo Monte auf dem Klo sitzt oder bei... Das ist jetzt... Ja, komm. Eine absolute Premiere. Soll ich die Tür aufmachen? Ich weiß jetzt schon, was kommt. Oh, Digga, es ist einfach... Oh. Ich bin ein Psychopath. Stimmt. Dankeschön. Bis demnächst. Oh, Schmerz. Wir kennen es alle, wir kennen es alle, wir kennen es alle. You know that you always can call Kim Possible. Yeah, hey, yeah, hey. Bro, Kim Possible, dieser Tune war anders wild. Perfekt. Arcani nachts um 3. Lukas Ständer. Arcani nächste Woche nachts um 3. Hä? Oh, fuck. Kölsche KVB. Ehre. Ich feier jetzt schwarz. Ja, stimmt für dich. Cool. Digga, ist wirklich so. In Köln, niemand kontrolliert deine Tickets. Ist wirklich so. Für Mevlüt das schönste Kompliment. Ach du Scheiße, Leute, hier ist einfach ein Tiger neben meinem Auto. Okay, ich werf ihn ab. Ich werf ihn. Digga, was? Was? Hä? Hä? Was soll das, Digga? Was? Ich seh so gut aus. Laberst du, Junge? Komm, wie du aussiehst, Junge. Komm, wie du aussiehst, Junge. Du bist so hässlich. Siehst aus wie der von deinem Opfer oder deinem Zeh, Junge. Oh, die Jungs, ey. Die Jungs sind mir heilig. Die Jungs von der Straße sind mir heilig. Du siehst aus wie von deinem Kuh. So Arschmarsch, Junge. Was ist los bei dir? Ich schwöre halt. Schmee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 
2, 3, 4, 5. Okay, das war's. Jetzt kommt das Ganze raus. Jetzt wieder für 3 Sekunden mixen. 1, 2, 3. Digga, was? Jetzt kommt ein bisschen Salz rein. Mann, was gucke ich mir hier an, Alter? Und dann wieder mixen. 1. Das macht mich so aggressiv, wie der zählt. Ich will den umbringen. 1, 2, 3. Und jetzt markiert er 3 Freunde, um deren Zeit zu verschwenden. Du Hurensohn. Die neue Meiner Mosel YouTube-Kacke, die ist nämlich ganz entscheidend, meine Freunde. Pennymark, dies, das, da bin ich auf jeden Fall gehypt drauf, Leute. Pennymark-Doku, euch allen ein Begriff, deutsche Kulturgut, meiner Meinung nach sollte der Captain zur See seine eigene Abteilung im Museum bekommen, Digga, ganz, ganz wichtige Nummer. Ja, Mann, ich fühle mit diesem Pennymark, ich habe mir sogar heute Morgen, passt mal auf, es gibt sogar, das ziehen wir gleich hier noch rein, es gibt sogar... Pennymarkt Musik. Hier, pass mal auf. Hier ist die Doku-Musik. Hier ist, ich hab sie heute Morgen zum Aufstehen gehört. Da kommen doch Gefühle hoch, Alter. Ich weiß zwar nicht, was für welche, aber es kommen Gefühle hoch, oder? Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein, was meiner Musli wieder gezaubert hat. Let's go, der Hase. 2,53er, die N-Bombe, okay, I know. Warum schon wieder? Hat er was gehabt, ne? Ja. Preis brauche ich, wenn du so nett wärst. 69. Oder? 69. Geil, weil 69, ne? Wegen Sex, ne? Jenny sagt. Kollege Hausverbot. Ja, Mann. Kornjäger Manfred. BWL-Student. Irgendein Spaß. Man kennt ihn. Oh ja. Wachmann Zapzap. Und die Hamburger Harzbuben. Auf St. Pauli enden. Unterbrich mich nicht, du Spast. Auf St. Party enden Paulis häufig erst, wenn die Paulberger auf St. Party Touristen einen Supermarkt sprengen. Digga. Was macht Karl S. im Pennymarkt? Ganz schnell raus da, Bro. Hallo. Viele Pisser kacken 7 Uhr morgens, jedes Jahr im Wochenende. Das ist ein Kett. Ich bin für Peter dankbar, dass wir sie haben. Oh, irgendwas zu beißen. Feine Runde Rosinenschnecken, du. Sehr rosinenswert. Digga, das sind keine Rosinenschnecken. Bro. Und die Leute kratzen mich. Digga. Jetzt wäre sie so fett. Und fragen, du Jenny, hast du Bock auf Sex? Erotisch oder so. Okay. Wenn das muss, dann muss das. Jenny, du sagst das. Rein in die Jenny. Ob es ein Hund oder eine Katze ist oder sonst was. Ja. Jenny, Hauptsache die Frauen sind dir heilig weiterhin. Wachmann Chenzilas sucht unterdessen eine Dose Gulasch. Immer wieder trinkt der Wachmann Fertigsuppen im Geschäft ohne... Wir lieben es, wenn die Wachleute Fertigsuppen im Pennymarkt trinken. ...dafür zu bezahlen. So ein Hurensohn. Statt den Markt zu bewachen, guckt der immer Fahrrad bringt. Das ist teuer, teuer. Ja, und? Oh, ja, nicht gerade das Billigste. Guck. Yo, 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 yo. Ich sag mal so, jeder Mensch, der her... Wieso, Digga? ...kommt, der hat eine Chance, hier was zu klauen. Wenn die meinen, die müssen es kaufen. Das geht nicht. Hier wird nichts gekauft. In meinem Pennymarkt wird nur gestohlen. Wenn du auf der Straße sitzt und bettelst, dann bist du Bäh. Aber wenn du losgehst und unternimmst was, dann bist du Bäh. Endlich mal jemand, der in Deutschland die Wahrheit ausspricht. Und das ist ein Unterschied. Da reichen 8% nicht aus. Mhm. Alles klar. Was ist denn mit Wachmann Chenzilas los? Digga. Was kosten die Trauben? Ja. Künstlerin Christine Licht ist total dicht. Mhm. Soße. Essen, trinken, extra kauen. Digga. Das ist White Blossom. Ist rum? Na, Art Bacardi, würde ich sagen. Der ist rum. Der ist rum. Was hab ich denn verbrochen? Sie haben hier Hausverbot. Also, das hat schon Ich hab kein Hausverbot. So. Alle Wachmänner hassen diesen Trick. Sie haben hier Hausverbot. Ich hab kein Hausverbot. Fuck. Bro, er hat nicht. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen, weil ich hier beleidigt worden bin. Bezahlen Sie jetzt Ihre Ware. Ich möchte den Beleidigungsführer sprechen, weil ich hier geschäftigt worden bin. Bezahlen, verschwinden! Das bestimmt Sie doch nicht, Sie arbeiten doch nicht, oder was? Natürlich. War das denn Lightskin? Arbeite ich. Wieso arbeiten Sie? Ich glaube, ich lache. Ja, das ist mir ziemlich egal. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Walla heißt der Mann Karen, oder was? Sie sind gleich der Wir skippen auf, sonst kriege ich wieder böse E-Mails. Nächste Woche kommt Teil 4, ihr Säcke. Fuka.
absolut fühlbar. Also wirklich, da kommen die Gefühle hoch, Leute. Da kommen die Gefühle. Digga, dieser Pickel nervt mich wirklich, ne? Und ich weiß, es würde euch nicht auffallen, wenn ich ihn nicht ansprechen würde. Aber es kotzt mich an.